möchte mich bedanken, dass die Staatliche Ballettschule und das Landesjugendballett wieder dabei sein darf. Das ist für uns wirklich immer ein großes Ereignis und macht Freude, nicht vor diesem tradierten, nein, ich liebe natürlich auch das tradierte Theaterpublikum, aber es ist doch was komplett anderes, anderes Format, und es macht den jungen Künstlerinnen und Künstlern natürlich auch unheimlich Spaß, auch wieder dabei zu sein. Wir haben in unserer Schule ein Motto, ein Leitspruch, der heißt Tradition bewahren, neues Wagen. Und in diesem Sinne, also Tradition bewahren und fortführen, das wäre schön, wenn wir tradiert immer wieder dabei sein dürfen. Und das neue Wagen ist natürlich, sind die besonderen speziellen Räume, in denen wir auftreten dürfen. Und ich liebe diese Treppe hier um die Ecke, die für uns natürlich eine große Herausforderung ist, weil Tänzerinnen und Tänzer natürlich in der Regel nicht auf Treppen tanzen und unterwegs sind. Das ist auch nicht, also wir machen nicht was Performatives, sondern es wird wirklich richtig getanzt. Die Tänzer haben eine klassische Ballettausbildung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist auch das neue Wagen und ich hoffe, dass das funktioniert und dass Ihnen das gefällt. Was wir genau präsentieren werden, ist eine Komposition von Carl Jenkins, eine symphonische Komposition, die eigentlich aus drei Sätzen besteht. Wir werden zwei Sätze davon vertanzen mit Live-Musik, mit dem Bach-Gymnasium. Das ist natürlich auch irgendwie eine besondere Herausforderung, toll, mit Live-Musikern zusammen eine Vorstellung zu gestalten. Ja, wir werden den ersten und den dritten Satz präsentieren, die Choreografie, die übrigens noch im Prozess und noch in Arbeit ist, zeichnet ein Pädagoge unserer Schule verantwortlich, Jean-Luc Assaroto, der auch erfolgreich, wenn ich das so sagen darf, für die vorherigen Lange Nacht der Museen choreografiert hat. Er ist also sozusagen unser Spezialist für Lange Nacht der Museen. Und wir haben ihm natürlich auch etwas mitgebracht heute. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, also insgesamt werden 8 Tänzerinnen und Tänzer auf der Treppe tanzen, in verschiedenen Formationen, und wir haben heute nur ein paar mitgebracht, die einen kleinen Ausschnitt präsentieren werden von dem, was dann als Gesamtwerk zur Eröffnung zu sehen ist. Und wir werden dreimal an diesem Abend mit dreimal auftreten, das steht natürlich dann auch in dieser Broschüre. 18, 20 und 22. Dankeschön. Ja, unsere Seite natürlich genauso.